Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mir irgendwie eine witzige Idee eingefallen, ich weiß nicht weshalb, aber ich habe nämlich heute meine Tastatur geputzt und kam irgendwie auf die Idee, einfach mal ohne Tasten zu spielen. Bedeutet, ihr hört keine Tasten und ich spiele hier nur mit diesen, keine Ahnung, mit diesen Clips hier, keine Ahnung, auf jeden Fall ohne Taste natürlich drauf. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt das Video, beziehungsweise mal die Idee. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das so findet und lasst uns mal am ersten Tag schon die 2000 Likes knacken, einfach aus dem Grund, da es eine schwere Challenge ist, das Ganze zu machen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Runde. So, da sind wir in der Runde und ich bin mal echt gespannt, wie wir uns hier anstellen werden. Ich habe echt keine Ahnung, ob das Ganze hier klappt, die ganze Challenge, aber ansonsten sind wir eigentlich relativ gut dabei. Das Ding ist, die kleinen Tasten dazu tippen. Ich kann die auch mal irgendwann mal einblenden, beziehungsweise zeige ich euch das bestimmt. Und so, noch das hier ziehen wir uns an, dann suchen wir uns mal eben ein Dia oder ähnliches, damit wir hier ein besseres Schwert machen können. Vielleicht ist hier sogar noch ein Schwert in der Truhe hier unten. Nein, ein Dia und eine Enderpearl. Okay, eine Enderpearl ist auch relativ gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben und versuchen uns direkt mal in die Mitte zu bauen. Beziehungsweise schauen wir mal, vielleicht kommt ja sogar ein Gegner. Aber ich glaube eher nicht. Oh mein Gott, an jeden Einzelnen, der diese Challenge mal machen möchte. Versucht es einfach mal. Das ist ja richtig eklig, ohne Witz. Man weiß nirgendwo, wo man hinbaut. Klar, man weiß zwar die Tasten, die man drücken sollte, beziehungsweise drücken muss. Aber ich gehe jetzt einfach mal hier in die Mitte. So, ich baue mich jetzt einfach mal nach oben, dann werfe ich mich die Enderperle, damit ich sicher die Mitte natürlich als erstes hier noch bekomme. Holzschwert, dann würde ich sagen, gehen wir auf den Gegner hier drauf. Und rüber geht's. Und hier ein. Oh mein Gott. Bekommen wir den? Bekommen wir den? Sag ja. Nein, er hat sich was? Da ganz unten hat er sich gerettet. Oh mein Gott. Das ist ja richtig schwer, das Ganze so zu meistern. Aber hier haben wir ein besseres Schwert, das ist natürlich sehr gut. Und wir versuchen das Ganze auch so zu hotkeyen, wie wir es eigentlich immer auch machen. So, das nehme ich nur mit, den Harnisch habe ich schon, aber egal, komm, jetzt ziehen einfach mal an. So, was haben wir hier noch? Dias Helm. Oh mein Gott, ein Gap auch noch, sehr schön. Dia Helm, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen uns hier einfach mal ein Dia Schwert. So, haben wir eins. Und dann machen wir jetzt noch eine Dia Hose. Scheiße, wir haben einfach eine Dia Hose. Ich bin ja mal so scheiße. Oh mein Gott. Egal, wir können uns aber eine Rod machen. So, immer schön hotkeyen. Und an sich geht's eigentlich. Also ohne Witz, die Leute, die es auch mal testen möchten, macht's einfach mal. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Gibt's die Challenge schon auf YouTube oder hat die mal jemand gemacht? Ich habe echt keine Ahnung. Wenn ja, dann keine Ahnung. Aber ich glaube eher nicht, weil ich habe es noch nicht gesehen. Mir kam auch die Idee gerade relativ spontan. Ich bin mal gespannt, wo bei mir hin. Ich würde mal sagen, wir gehen. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Gehen wir mal in die Richtung hier. Oh mein Gott, wie habe ich es vorher gemacht? Irgendwie so. Und dann bin ich so rüber und dann irgendwie so. Oh mein Gott, das ist halt echt schwer. Oh mein Gott, überleg mal, jemand tut so fast bridgen. Warte, wir könnten es ja gleich noch versuchen. Komm, wir fast bridgen mal. Warte, ich versuche mal auf der Höhe. Es geht eigentlich, man kann fast bridgen mit dem, okay. So, relativ gut, ja. Ist eigentlich relativ normal, aber die Tasten in dem Fall halt sehr, sehr mini, beziehungsweise sind solche kleinen Kreuze, die man halt irgendwie, keine Ahnung, so überhaupt nicht unbedingt treffen kann. Aber wir versuchen das Ganze mal trotzdem zu meistern. So, schnell mal in die Richtung hier gehen. Achso, und falls ihr mal möchtet, dass ich irgendwie ein Mauscam-Video mache, dann lasst mich das natürlich wissen und mal gucken, vielleicht lässt sich das, wie gesagt, machen. Also an sich eine Facecam hätte ich, beziehungsweise so eine kleine Cam, die das Ganze in einer anständigen Qualität aufnimmt. So, ich gehe mal in die Richtung hier. Zack, zack, zack. Ich glaube mal, der hat uns gar nicht realisiert, dass wir da sind bei ihm. Egal, komm, wir gehen mal hier drauf. Wo ist er denn? Da unten ist er. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Da ist noch einer. Okay, gehen wir erstmal auf die hier. Oh mein Gott, die haben ihn gekriegt. Oh mein Gott. Nimm erstmal das hier. Oh mein Gott, wir haben ihn auch noch bekommen. Ohne Witz. GG. Aber da ist, glaube ich, noch einer, oder? Haben wir einen Kompass? Haben wir einen Kompass? Ja, haben wir. Oh ne, hier ist doch keiner. Perfekt. Hier hätten wir noch einen Harnisch. Habe ich aber schon. Haben wir hier noch Dias? Ne, an sich nicht.
Egal, wir gehen mal in Richtung Mitte wieder. Weil ich glaube, da sind die restlichen Gegner. Oh mein Gott, diese Challenge einfach. Wenn wir die erste Runde, die wir einfach spielen, gewinnen. Ohne Witz, ich würde so feiern. An sich ist es ja nichts Unterschiedliches. Nur ist halt schwer, sag ich mal, die Tasten zu treffen. Beziehungsweise die Tasten auswendig zu wissen. Zum Beispiel könnte ich auch hier mal reinschreiben. M-H-A-L-L-O. Upsa. Leertaste. Ich bin Baum Blau. Oh mein Gott, ich hab's nicht geschafft. Egal, schade. So, mal gucken, ob der in der Mitte ist. Nee, der ist nicht in der Mitte. Okay, dann ist er da ganz hinten. Okay, die zwei sind da ganz hinten. Komm, machen jetzt MLG runter. Und wir haben ihn geschafft. Nice. Oh mein Gott, diese Challenge einfach. Ohne Witz. So, was können wir hier noch rausnehmen? Okay, hier sind nicht mehr so gute Sachen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Richtung hier zu den Gegnern. Wie machen wir das Ganze? Ich würde sagen, wir bauen uns einmal hier so hoch. Und dann sollte es, glaube ich, eh machbar sein, dass wir bei denen halt gleich ankommen werden. Oh mein Gott, es ist richtig schwer zu bauen, ohne Witz. Aber der Typ hier stackt sich auch extrem eklig hoch. Es leben noch zwei Gegner. Und ich habe schon zwei Kills gemacht. Das ist natürlich echt gut. Wir haben ja noch ein paar Eier. Ich werfe mal eins so in die Richtung. Und schaffen wir, den zu treffen. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott, wir haben es in den Kopf geschafft. So, jetzt komm her. Wir tun nicht runterwerfen. So. Und? Okay, hier haben wir die Bahn. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Nein, er hat sich gerettet. Oh mein Gott, nein, hier kommt der Gegner. Nein, oh mein Gott, bin ich dumm. Ich finde meine Sneak-Taste nicht mehr. Nein, 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 nein. Wenn das Wasser jetzt weggeht, dann bin ich so tot. Aber ich glaube, wir können uns retten. Oh mein Gott, wenn das möglich ist, dann würde ich es mega abfeiern. Können wir hier was hinbauen? Ja, da ist ein Gegner und da hinten ist einer. Okay, der tut was essen. So, oh mein Gott, ich muss mir unbedingt Blöcke holen und mich hier mal hochbauen, weil ich möchte echt nicht gecleant werden von irgendeinem von den beiden. Deswegen baue ich mich mal hier in die Richtung hoch. So sollte es machbar sein. Schaffen wir ihn runter zu schubsen? Ja, wir haben ihn runtergeschubst und... So, jetzt muss ich noch gucken, dass sich beide hier battlen. Ah, das Wasser ist da ganz oben, es lohnt sich nicht da hoch zu gehen. So, ich mache mit ihrem MLG runter, baue den Kopfweb eben ab und dann... Versuche ich mir eben wieder an ihn zu gehen. Ja, geh da runter wieder. Oh mein Gott. So, jetzt versuche ich mal den Block hier noch abzubauen. Mal gucken, vielleicht fließt ja das Wasser auf ihn drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre halt mega gut. Und du gehst wieder nach unten. Tschüss. Ich glaube, er hat keinen Schaden genommen. Er lässt sich hier hochfließen. Okay, da habe ich nämlich eine Idee. Nein, nein. Geh weg. Oh mein Gott, ich bug im Block. Oh mein Gott, wir haben ihn. Oh mein Gott, wir müssen jetzt ganz schnell regenerieren. Oh mein Gott, ich finde meine Tasten nicht. Ganz schnell hoch, ganz schnell hoch. Bitte hab keine Eier. So. Oh mein Gott. Okay, hatte doch welche, aber hat uns nicht getroffen. Sehr gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Oh mein Gott, diese Runde. Was? Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. So, ich baue mal eben hier hoch. Alter, das ist ja mal mega krass, die Runde. Wir haben ihn einfach gekillt. Das hätte ich niemals gedacht, dass er so viel Knockback noch bekommt. Dass wir ihn killen können. So, der erstmal hier ein bisschen Fall Damage kassiert. Das ist natürlich gut für uns. Oh mein Gott. Ich frage mich, wie wir das machen können. Wollen wir es einfach mal riskieren, zu ihm runterzugehen? Weil ich bin halt echt der Meinung, er hat echt schlechteren... Obwohl, der hat auch ein enchantetes Schwert, gell? Wird natürlich spannend, das Ganze hier. Wollen wir einfach drauf? Komm, wir gehen jetzt einfach auf ihn drauf. Wir tun das Wasser hier eben abfließen lassen. Dann gehen wir auf ihn drauf. Ich habe nämlich eine mega gute Idee. Eine Rod treffen und dann links klick. Ah, jetzt hat er wieder sein Schwert in der Hand. Ist natürlich nicht gut. Ah, ich würde jetzt so gern auf ihn drauf. Ach, shit. Ich glaube, wäre er noch ein bisschen geblieben, wäre ich sogar drauf gesprungen. Ich glaube, ich gehe jetzt drauf. Warte, ich tue es das mal hier hin.
Ja, ich glaube, ich springe zu 100% auf ihn drauf. Und zwar in 3. Wir springen auf ihn drauf in 3, 2, 1. Oh mein Gott, wir haben ihn gekillt. Oh mein Gott, wir haben die erste Runde gewonnen mit dieser dreckigen Challenge. Als ob, hätte ich niemals gedacht. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich kann euch eben nochmal hier die Tastatur zeigen, damit das auch kein Fake ist. Ihr seht das hier an den Tasten hier. Ich hoffe mal, das geht auch jetzt scharf. Ihr seht die ganzen Tasten hier, die da so, ja, weiß was ich hier. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seht die Tasten. So sahen die ganze Zeit aus und ich hoffe mal, ihr wisst, was ich mit der Challenge bezwecken wollte, dass es einfach mal so eine witzige Challenge ist. Lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, haut rein, euer Baumblau, bis zum nächsten Video. Tschüss. Jetzt muss ich nur noch die F9-Taste finden. Hier. Was ich noch am Ende sagen wollte, ist ganz einfach. Und zwar habe ich das ganze Video sogar ohne Tasten geschafft zu schneiden. Bin gerade irgendwie mega stolz auf mich, keine Ahnung weshalb. Ist mir dann irgendwie auch erst im Nachhinein bewusst geworden, dass ich dann das Video ohne Tasten schneiden muss. Damit ihr das Video natürlich heute noch bekommt, lasst wie gesagt eine positive Wertung da und dann haut rein. Euer Bomber, bis dann. Ciao.